Hallo, meine Lieben. Ja, heute fangen wir mal mit dem April an und ich möchte in diesem Intro, was ich vor jedes Video setze, für die Sternzeichen, möchte ich gerne so die allgemeinen Energien erfassen. Ich werde auf den Neumond eingehen und den Vollmond und wir haben hier so ein paar Orakelkarten, die so die allgemeinen Energien widerspiegeln sollen und damit möchte ich gerne anfangen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ansonsten kannst du natürlich immer gerne vorspulen. Klick einfach mal auf unten die Timeline oder in der Infobox, da hast du dann die Zeitstempel und dann kannst du auch direkt in die Sternzeichenlegung reinspringen, ne, falls du das schon gesehen hast oder dich das nicht interessiert. So, wir beginnen. Also, ich habe hier die, sag schon, die, jetzt bin ich gerade unter, Energieportale-Aktivierungskarten von Carl Gray. Dann habe ich hier die Runenkarten und wir haben die Monology-Karten. Und damit werde ich jetzt mal schauen und erfassen, was so die Energien sind. Vorneweg, wir haben einen Neumond am 8.4. im Widder um 20:21 Uhr. Der Widder repräsentiert das erste Haus und da geht es im Allgemeinen um dich selber, um alles, was dich ausmacht, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstausdruck, womit du dich persönlich zum Ausdruck bringst, wie du dich einbringst. Was ist dein Fundament, auf was du dein Leben aufgebaut hast? Ja, also was gehört zu dir als Persönlichkeit auch? Ja, deine persönliche Entwicklung. Wo stehst du da gerade auch? Ja, dein Image ist auch damit gemeint, wie andere dich wahrnehmen und wie du dich wahrnimmst. Die Selbstwahrnehmung steckt da natürlich auch mit drinne. Mit dem Vollmond im Skorpion am 24. April um 1:48 Uhr sind wir im achten Haus unterwegs. Da geht es immer um Themen wie Stirb- und Werdeprozesse, auch Machtansprüche. Und da könnte es jetzt halt interessant werden, dass vielleicht der eine oder andere an sich Aspekte erkennt, die mit Schattenthemen zu tun haben, mit Ego-Kämpfen, Machtansprüche, sowas, dass man sich ja unbedingt durchsetzen möchte in einer Sache, was natürlich, wenn man sich für die positiven Dinge im Leben einsetzt, sehr hilfreich ist, ja, dass man da diese Fähigkeit hat, eine Kraft aus sich heraus zu mobilisieren und ne, stark seine Grenzen eben auch zum Ausdruck bringt. Kann natürlich aber auch ins Kämpferische übergehen, also ins Negative, dass es quasi in eine gewisse Sturheit umschlägt oder auch Aggressivität. Also es ist eine Zeit, die uns auch herausfordert, die richtige Balance zu finden. Wo lohnt es sich jetzt wirklich, sich für einzusetzen? Was ist das auch das Gute? Ja, nützt das der Gesellschaft, uns allen oder den Betroffenen? Oder gilt es hier wirklich, sich auch mehr zu zügeln und selber sich also in die Grenzen zu setzen? Aber eben schon klare Worte zu sprechen. Na, auch für viele ist das eine Zeit, sich selber jetzt endlich zum Ausdruck zu bringen, seine wahre Energie zu leben, ja, und nicht mehr so zu verstecken, ja. Das ist auch sowas, so eine Schöpferkraft, dass man das jetzt zum Ausdruck bringt, sein eigenes Potenzial quasi lebt, ne? Das steckt da auch drin. Auch Themen um die Sexualität und Tiefenpsychologie, alles was so mit Grenzüberschreitungen oder Grenzwissenschaften zu tun haben. Das heißt, auch die Astrologie fällt hier rein. Alles was auch mit gewissen, ja, wie soll ich sagen, Glaubensgeschichten, Religion oder so spielt da auch immer ein bisschen rein. Ja, also die Hingabe und mir kommt gerade auch so dieses Intuitive, das kommt mir auch so wirklich zu spüren, was ist deine persönliche Wahrheit und was sind deine Erfahrungen, was hast du alles schon erlebt, was kannst du hier mit reinbringen. Sowas könnte hier mit reinspielen. Ja, und wie gesagt, der sexuelle Trieb, der ist ja auch sehr aktiv, also aufpassen, ja, dass wir hier nicht in irgendwelche toxischen Geschichten reinrutschen, ja, irgendwelche Partnerschaften, die nicht wirklich Tiefe haben, sondern einfach, ja, dem, wo man der Lust halt nur nachgeht, dass man da auch verantwortungsvoll mit diesen Situationen umgeht. So, jetzt geht's los. Ich hätte gerne von den Energieaktivierungsportal, oh Gott, jetzt bringe ich ja alles durcheinander, Moment mal. Von den Energieportale-Aktivierungskarten, welche Energie haben wir jetzt im April 2024 kollektiv? Was ist hier kollektiv so los?
Ui, da wollte ja einiges hier fallen. Wir haben hier zum einen den Heiligen Gral, innere Entdeckungsreise, Heiliges finden, du bist, was du suchst. Ne? Du bist, was du suchst. Also da geht es halt um dieses Thema des Ich, ne? Diese erste Hausthema. Und wir sehen hier diesen Gral, der erinnert mich unglaublich jetzt an das Ass der Kelche, das Potenzial auf emotionale Fülle. Ne? Das ist auch so, der läuft hier über richtig. Ne? Das ist die Fülle, die Liebe. Ja, eine innere Entdeckungsreise. Also du wirst vielleicht viel über dich selber auch erfahren. Shambhala-Initiationen, Rückzug, um aufzutanken, dem Prozess Vertrauen und Dharma ist ja auch mit drinne. Hier, sehr schön. Also vertraue wirklich in den Prozess, bleibe bei dir und nimm dir notfalls auch mal wirklich die Zeit, für dich zu sein, wieder zur Ruhe zu kommen und lass dich nicht so vom Außen mitreißen, ne? Erdsteinaktivierung, das ist eine sehr irdische Energie, Verankerung, geerdetes Handeln, Isis-Energie. Das ist das, was ich meine, ne? Dass man sich nicht so mitreißen lässt, sondern eben mehr ins Innere geht. Das ist so dieses Erden, mal die Füße, die nackten Füße auf den blanken Boden stellen, sich mal wieder ins Gras stellen, diese Erdenergie auftanken. Wir waren jetzt lange von der Natur körperlich gesehen getrennt, ne? Weil eben aufgrund der Temperaturen, da geht ja kaum einer raus. Ich weiß, es gibt einige, die gehen dann Eis Bahn oder so, und aber wenige, die ziehen sich die Schuhe aus und gehen mit nackten Füßen draußen auf der Erde. Ne? Und das ist jetzt eine Zeit, es wird jetzt wärmer, wo du das gerne mal nutzen darfst. Ansonsten einfach mal so auf den Stuhl setzen, Schuhe aus und mal die Füße auf den Boden stellen und sich vorstellen, wie aus deinen Füßen tiefe Wurzeln ins Erdreich ragen, auch aus den Händen, die du an der Seite runterragst. Stell dir vor, der Ranken. Riesenlange Wurzeln ganz tief in die Erde, verankere dich und mach das wirklich mal jeden Tag. Dann wirst du sehen, dass es dir besser geht, dass du nicht so im Kopf bist und ne, dieses Gedankenkarussell, dass das aufhört, dass du auch diese Sorgenkrämerei, dass das aufhört, dass du wirklich mehr in dir gefestigt bist und aus der Ruhe heraus auch dann handeln kannst, ne? Falls es Handeln notwendig ist. Ach, guck mal, Sternenwesen, Heilungscodes, wichtige Informationen, Wunden werden geheilt, Energietanken. Und das mit dem Energietanken haben wir hier auch schon, ne? Rückzug, um aufzutanken. Also eine sehr heilsame Zeit für viele, wo es darum geht, wirklich wieder ins Vertrauen zu kommen, sich nicht so, wie gesagt, vom Außen mitreißen lassen. So, jetzt schauen wir mal, welche Runen hier fallen, in welchen Bereichen bewegen wir uns kollektiv. Raido, das ist quasi das Schicksalsrad. Hier geht es aber auch um eigene Verantwortung übernehmen und die richtige Aktion zur rechten Zeit. Also hier kommt einiges in Bewegung. Auch eine Reise kann hier für jemanden angezeigt sein. Und auch, dass man vielleicht sich in manchen Themen scheinbar im Kreis dreht. Also achte mal auf die Dinge, wo du dich gedanklich immer drum drehst. Ja, das kann ein Hinweis darauf sein, dass es darum geht, auch das ja, dem da auszubrechen, aber eben verantwortungsvoll. Ne? Und wir haben die Algis. Das ist eine Schutzrune und zeigt mir auch an, dass du gut angebunden bist an die geistige Welt. Nutze das auch. Das sind so quasi so wie so eine Antenne zu sehen. Ne? Du kannst dir gerne auch diese Runen auf die Pulsadern malen mit einem Kugelschreiber, um diese positive, unterstützende Energie für dich jetzt in dieser Zeit zu nutzen. Das ist hier wie so ein R, bloß halt so oben so spitz. Und das ist hier wie ein Y, nur dass eben in der Mitte ein Strich noch hoch geht. So, ja. Also die geistige Welt ist hier dicht beieinander, ist dabei. So, dann hätte ich gerne noch mehr Informationen von den Monology-Karten. Was sind die allgemeinen Energien für uns im April 2024? Was dürfen wir über den April schon wissen? Mit dem Widder, Neumond beginnt ja auch ein neuer Zyklus. Das ist das erste Tierkreiszeichen im Tierkreislauf. Das heißt, dass das astrologische Jahr hat ja auch am 21.03. begonnen und damit sind wir jetzt quasi eigentlich ja am Jahresanfang, ne? Und das ist auch eine Zeit, wo viele irgendetwas Neues in ihrem Leben beginnen. Eine neue Lebensenergie wird freigesetzt auch.
Ein Problem löst sich auf, die richtigen Antworten kommen. Also es geht hier in irgendeiner Weise auch um Kommunikation, vielleicht auch in der Familie oder an einem Ort, wo du dich sehr verwurzelt fühlst, ja. Und wir haben, die Energie kommt in Fahrt, zunehmender Mond. Also hier kommt Bewegung rein, vielleicht auch durch Kommunikation und dadurch werden sich die Probleme auflösen, die momentan noch so Thema sind, ja. Da kannst du drauf vertrauen, aber bleibe bitte aufgeschlossen und geh auch in den Austausch. Also nicht den Austausch jetzt gänzlich vermeiden, nicht blockieren, ne? Aber gucke, dass es dir eben auch gut geht dabei, dass du hier ja, auf deine Worte auch achtest. Deine Worte haben eben auch Macht und damit kannst du eben hier gut die Dinge auch lenken. Ich werde mal reinlesen, in die richtigen Antworten kommen. Ich könnte das könnte wahrscheinlich wichtig sein für uns. Vollmond im Zwilling. Hier mal Vollmond. Haben wir denn den Vollmond? Hier. Zwillinge ist davor. Hier. Diese Karte erinnert dich daran, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen. Vergiss nicht, dass deine Worte Folgen haben und Einfluss nehmen. Gerade jetzt solltest du aufpassen, nichts Unüberlegtes von dir zu geben. Dein Problem könnte von seiner Lösung nur ein oder zwei Gespräche entfernt sein. Wenn deine Frage einem Liebesverhältnis gilt, dann wäre möglicherweise ein wenig Flirten hilfreich. Falls du dich mitten in einem Streit befindest, dann könnte die für Zwillinge äußerst untypische Botschaft dieser Karte lauten, dass viel Gerede alte Wunden nur schwer heilen lässt. Also nicht immer wieder die alten Geschichten erzählen oder schreiben, weil damit ist es so, dass du quasi irgendeine, das ist so wie, als ob du einen Brief in der Hand hältst, wo die Tinte schon am Verblassen ist und du jedes Mal die Zeilen nachschreibst, damit die immer schön lesbar sind, ne? Und irgendwann, ja, also normalerweise würde die Tinte verblassen und irgendwann kannst du es gar nicht mehr lesen und du würdest dich da wahrscheinlich gar nicht mehr so intensiv dran erinnern können. Aber dadurch, dass du es immer wieder erzählst und immer wieder quasi die Schlaufen nachziehst, die Wörter nachschreibst, bleibt es immer wieder im Gedächtnis und dein Gehirn kann nicht da groß unterscheiden, ob das jetzt nochmal erlebt wurde gerade oder ob du das jetzt nur gedanklich nochmal durchlebst, ne? Und dadurch ja, bestimmst du quasi auch deine Emotionen, deine Chemie in deinem Körper und dein Wohlbefinden auch, ja. Also lass das, wie es mal, wenn du merkst, dass du wieder anfängst, das zu schreiben oder das zu erzählen, dann setze dir selber einen Stopp und überlege, kann ich heute hier eine bessere Geschichte erzählen? Kann ich mir selber auch eine bessere Geschichte erzählen? Entweder über die Situation, dass du eine Erkenntnis, die du aus dieser Zeit gewonnen hast, dann eben teilst. Wenn du sagst, ich muss jetzt darüber erzählen, was da passiert ist, aber vielleicht kannst du die Geschichte positiv oder einen positiven Aspekt der Geschichte abgewinnen und erzählen, dass man zum Beispiel etwas dadurch gelernt hat, was einem anderen auch nützlich sein kann, ja? So. Achte darauf, dich mit deinen Worten nicht selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Mit ihrem Satz, dein Wort ist dein Zauberstab, brachte die Metaphysikerin Florence Scovel Shinn die unglaubliche Macht der Worte treffen zum Ausdruck. Jedes Mal, wenn du dich äußerst, wirkst du Wunder und erschaffst deine eigene Wirklichkeit. Ja, für ein wichtiges Gespräch, doch bleib ruhig. Bleib dabei ruhig. Ergehe nicht in Trivialitäten. Entschärfe die Situation mit Humor und setz deinen Weg fort. Und eine Bewerbung könnte auch gute Aussichten, ist ja angezeigt. Ja, wir haben ja wirklich noch eine sehr emotionale Phase jetzt. Das schwingt noch so ein bisschen mit rein, ne? Aber das geht dann auch zusehends raus. Wir kommen ja dann im Mai in die Stierzeit. Das ist so die irdische Energie. Das wird uns wieder sehr bodenständig machen. Aber jetzt sind wir halt mit der Skorpionenergie nochmal, ne? Erst waren wir im März jetzt mit dem Fischen schon in der, so einer Emotionalität. Aber der Skorpion, der setzt dem dann halt auch eine Transformation rein und bringt da eine Veränderung. Also bin ich doch guter Hoffnung, da wir ja kollektiv da durchgehen und ihr alle nicht alleine seid und wir alle nicht alleine sind, ne? Ja, wir halten da zusammen. Das kommt schon, das wird schon. Gut, aber wie gesagt, das sieht ganz gut aus. Ein Problem löst sich auf. So, mit dem Krebs sind wir halt im vierten Haus und da geht es im Allgemeinen um Familienthemen, Ahnenthemen oder eben etwas, wo es um deine Ziele und deine Wünsche auch geht, ne? Dein, wo willst du mal hin? Was
fokussierst du auch, ja? Auch Themen der Tradition, vielleicht sind da Thematiken, wo du sagst, boah, ja, das wurde schon immer so gemacht, ich will das aber jetzt mal anders machen, ja? Ich will da mal was durchbrechen, etwas, was dir irgendwie zu schwerfällig ist. Wir haben ja auch das Thema gesunde Grenzen. Vielleicht muss hier eben auch Grenzen gesetzt werden im familiären und du musst dir vielleicht Verantwortung für dich selber übernehmen. Und da gilt es halt in allererster Linie, ne, hier dein inneres heiliges Wesen anzuerkennen und ja, mehr darauf zu achten, dass deine Energie geschützt ist und dich da abgrenzen eben von den Dingen, die dir nicht gut tun. Und vertraue da in den Prozess, ne? Ja, du hast die Isis an deiner Seite. Das ist eine sehr, sehr heilsame Energie. Ja. Okay, Guti, dann gehen wir jetzt in die Monatslegung und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Macht's gut, bis gleich. Hallo, mein lieber Steinbock. Jetzt schauen wir mal, was der April für euch bereithält. Ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn das hier so ein bisschen schallt, nicht wundern. Ich bin hier im Umzug und hoppala, das ist ja die Karte Atmen ist schon rausgefallen. Ja, die steht für Entspannung. Ich stecke hier mitten im Umzug, würde ich sagen. Und um mich rum ist schon einiges eingepackt und deswegen schallt es vielleicht ein bisschen in diesem Raum. Das soll uns aber gar nicht stören. Ich möchte jetzt gerne schauen, was der April für dich bereithält. Was dürfen wir jetzt für Steinbock für April 2024 wissen? Dankeschön. Und da haben wir ein Thema mit dem Stamm. Da geht es um deine Herkunftsfamilie oder deine Freundschaft, deine Wahlverwandtschaft, Gleichgesinnte, einfach den Platz in deinem Leben finden. Ja, man sieht hier, wie so eine kleine Babygiraffe von ihrer Muttergiraffe so liebevoll geliebkost wird. Da stehen die Koffer schon bereit, quasi Auszug aus Hotel Mama sozusagen. Und mit der Zahl 8 haben wir einen Hinweis auf das achte Haus. Da geht es immer auch um Stirb- und Werdeprozesse. Natürlich ist damit immer eine Weiterentwicklung angesagt. Das heißt, wenn man sein Umfeld verlässt und über den Tellerrand schaut, dann entwickelt man sich weiter, ne? Dann lässt man ein altes Sein auch in irgendeiner Weise auch hinter sich, vielleicht auch eine alte Rolle, die du eingenommen hast. Vielleicht hast du auch so ein bisschen Schwierigkeiten, den Platz für dich zu finden. Wir gucken gleich mal. Vielleicht kannst du dich da irgendwie noch nicht so richtig, ja, fühlst dich noch nicht so richtig angekommen, ja, und bist noch so ein bisschen auf der Suche nach Gleichgesinnten, nach deinem Umfeld, wo du hingehörst, wo du aus vollem Herzen wirken kannst. Und ne, das, also, da klingt so ein bisschen Berufung mit rein. Oder Familie, Familienthema. Vielleicht hast du es auch mit einem Mutterthema zu tun, Frauenthema oder allgemein mit der Weiblichkeit eine Schwierigkeit. Weiß nicht, warum mir das jetzt gerade kommt. Scheint irgendwie für jemanden wichtig zu sein. Schauen wir mal, was die Monology-Karten uns hier jetzt noch dazu mitteilen. So, da haben wir Vollmond im Widder. Sehr spannend. Wir kommen ja jetzt in die Widderzeit am. Die sind wir schon am 21.03. war ja der Wechsel ins Sternzeichen Widder. Und Widder ist ein kardinales Zeichen, eine Initiation, ein Impuls, das ist quasi, wo etwas Neues startet. Ne? Weil Widder ist das erste Tierkreiszeichen im Tierkreislauf und damit beginnt eine neue Phase. Am 21.03. hat für uns das astrologische Neujahr begonnen und davon dürfen wir natürlich alle profitieren. Ich nehme an, dass du eines der Sternzeichen bist, was enorm davon profitiert, auch wenn wir hier jetzt den Vollmond im Widder haben, spielt jetzt keine Rolle. Aber Widder-Energie ist hier stark vertreten. Bald geht's hoch her. Sagt mir, dass du in einer Situation bist, die mitunter sehr emotional auch werden kann, die sehr leidenschaftlich werden kann, sehr feurig, dass du vielleicht in der Vorbereitung einer oder in dem Abschluss einer vorbereitenden Phase bist. Warte mal, wir gucken mal rein. Ich lese mal kurz rein. Lies dir nicht alles vor, aber so ein Teil, damit du da reinfühlen kannst. Mal gucken, Vollmond, stehe hier. Ja, durchsetzungsfähig zu sein ist gut, sei aber nicht rücksichtslos. Meditiere, um eine angespannte Situation friedlich aufzulösen. Und du sollst ein bisschen lockerer werden und mehr Spaß haben. Ne?
Also es kann auf eine sehr feurige Zeit bedeuten, in der die Emotionen vielleicht auch außer Kontrolle geraten. Also ein bisschen aufpassen, ja, dass man da nicht zu unüberlegten Kommentaren oder übereilten Entscheidungen jetzt neigt. Also die Karte kündigt eine Situation an, die unmittelbar vor ihrem Höhepunkt steht oder ihn bereits erreicht hat. Vielleicht gibt es Konsequenzen, die du verkraften musst, wenn du dich rücksichtslos oder ungehobelt benommen hast. Ja. Ja, musst du ein bisschen aufpassen, vielleicht hast du es da so mit Ego-Kämpfen zu tun und es geht auch darum, die Verantwortung zu übernehmen. Ne? So, schauen wir mal, was das Tarot dazu sagt. Wir werden wieder 7 Karten auslegen und ich werde die deuten und wir werden auch gucken, welche Thematik sich unter dem Kartenstapel verbirgt. Es wird für dieses Video auch eine weiterführende Legung geben. Den ersten Teil, sprich die erste Karte, werde ich auch in diesem Video schon klären für dich. Dafür habe ich hier das Gilded Reverie. Da gehen wir richtig in die Tiefe und schauen, worum es geht. Und dann weißt du schon mal, was dich in der weiterführenden Legung so erwartet. Und in der weiterführenden Legung werden wir auch gucken, wie das Outcome ist. Und es gibt für dich noch einen lieben Rat vom Universum über die Orakelkarten, die Kraft der Göttinnen von Colette Baron-Reed. So, jetzt soll aber genug gemischt sein. So wollen wir jetzt starten. Für meinen Steinbock für April 2024. Habt ihr denn eigentlich mal in die Jahreslegung reingeguckt, ob das für euch stimmig ist? Könnt ihr da jetzt mit der Thematik was anfangen? Das würde mich mal interessieren. Gebt mir mal Feedback. So, weil wir haben ja jetzt nun schon dann März, April jetzt, ne? So, 2, 4, 6, 7 haben wir. Ich hoffe, das ist halbwegs gerade geworden. Manchmal sehe ich das im Nachhinein her. Bei mir auf dem Tisch sieht das eigentlich ganz gut aus, aber in der Kamera ist alles ja, schief. Schief ist Englisch und Englisch ist modern oder so ähnlich, hat man früher gesagt, ne? So, schauen wir mal, welche Thematik zeigt sich denn hier unter dem Kartenstapel, was ein Indiz auf das Thema in diesem Monat für Steinbock ist, vielleicht auch sogar die Herausforderung. Da haben wir den König der Stäbe. Das könnte sein, dass du es hier mit einem König der Stäbe zu tun hast. Ne? Das ist im Allgemeinen das Feuerzeichen, also wieder die Widderenergie, die sich hier zeigt. Ich persönlich nehme hier mal ganz speziell den Schützenherren wahr. Also ja, so diese Unabhängigkeit und diese Macherenergie, die da drin steckt. Aber das entspricht ja auch dem Widder. Ne? Da sind sie ja alle gleich und Löwe ja auch. Also alle Feuerzeichen sind hier abgebildet. In ihrer reinsten Form, in ihrer ja, Shark-Energie, die Haie hier überall, die wissen ganz genau, was sie wollen und die wissen auch, wie sie das erreichen. Die krempeln die Ärmel hoch und dann geht's los. Ne? Also die sind mutig, selbstbewusst und voll von sich und ihrer Sache da überzeugt und gehen die Sachen halt auch an. Vielleicht bist du auch aufgefordert, in diese Position zu kommen, jetzt mutigen Schritt zu gehen oder eben halt genau das Gegenteil aufzupassen, dass du hier nicht über die Stränge schlägst und ja, da immer noch mit Bedacht rangehst. Eieiei, Ass der Münzen. Für manch einen könnte sich hier eine Selbstständigkeit anzeigen. Wir sehen hier ein Potenzial auf Wohlstand, Reichtum, auch Lebenschancen können sich hier zeigen. Etwas, ein Projekt, ein kreatives Projekt oder eben wie gesagt eine Unabhängigkeit, die sich hier in irgendeiner Weise zeigt. Vielleicht möchtest du dich auch unabhängig machen und musst dich dafür quasi auf den Weg machen, ne? Ja, und da haben wir wieder die Energie des Löwen hier mit der Kraft. Hier haben wir jetzt keinen Löwen drauf, aber im Standard-Tarot haben wir den Löwen drauf. Die Kraft spricht auch von ja, einem gewissen Engagement, ne, was wir auch hier im König der Stäbe sehen, aber auch ja, mutig zu sein und selbstbewusst zu sein. Löwe-Energie, da nehme ich auch ganz viel Sonnenenergie wahr. Ne? Und die Sonne, die geht ja jetzt in oder ist ja jetzt hier ins Sternzeichen Widder reingegangen. Ach Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Oh, ja, steht für Kreativität, Schöpferkraft, Vergnügen, charismatischen Ausdruck, Selbstbewusstsein, Selbstausdruck, deine Persönlichkeit. Was willst du im Leben und wer bist du? Was musst du dafür für einen Einsatz bringen? Vielleicht auch etwas in die Balance bringen. Strahlkraft nehme ich hier wahr. Hi, zwei der Kelche. Also für manch einen ist hier eine Möglichkeit, ja, in eine Partnerschaft zu gehen, vielleicht mit einem Löwe. Ja, dass hier irgendwas im Raum ist, eine Chance sich zeigt, die du ergreifen möchtest. Der König der Stäbe, der setzt sich durch, der will was und dann holt er sich das, ne? Und hier haben wir eine
Eine sehr, sehr starke Anziehung auch, eine starke Verbindung, die sich hier zeigt, wo hier ein großes Potenzial auf wirklich eine Stabilität in deinem Leben auch angezeigt ist. Ja, also das müssen nicht immer Münzen oder Werte sein, sondern das kann eben auch einfach sein, dass dir das sehr wertvoll ist oder du die Chance da drin siehst, jetzt hier zum Einsatz zu kommen, um in eine Verbindung zu kommen, ja, um da endlich an dem Platz in den Platz in deinem Leben einzunehmen, der dir quasi vorherbestimmt ist. So würde ich es mal jetzt sagen, ja? Lasst es mich gerne mal wissen, an was ihr da gerade arbeitet, wo ihr hier gerade was in die Umsetzung bringen wollt. Hier steht auch Reise und Sinnfindung mit im Raum. Was haben wir noch? Bildung, Ausbildung. Sowas in der Richtung nehme ich hier auch wahr, ne? Also diese Schützeenergie nehme ich hier stark wahr. Obwohl wir hier mehr Widder haben, Widder ist ja mehr so das Auftreten und die Wahrnehmung, wie wirst du im Außen oder von deinem Gegenüber wahrgenommen und wie nimmst du dich selber wahr, ja? Also auch Image und solche Sachen stecken da drin. Auftreten, ja, sowas. So, da haben wir die erste große Arcana-Karte, das ist die Welt. Wir beginnen die Legung mit einem Abschluss, mit einer runden Sache, auch abgrenzen kann ihr Thema sein. Die Welt kann auch sein, dass dir die Welt zu Füßen liegt, ja. Also das ist schlussendlich jetzt abhängig davon, was, in welcher Situation du jetzt bist. Die Welt ist die letzte große Arkana von den 21 Arkanas, ne? Großen Arkana-Karten. Das heißt, damit beendet man auch immer einen Entwicklungszyklus und beginnt dann wieder mit der Karte 0 und das ist der Narr, der Neuanfang, wo wieder neue Hoffnung reingesetzt wird. Also hier findet man in erster Linie erstmal einen Abschluss mit einer vergangenen Thematik und bringt die Welt für sich wieder in eine runde Sache, ne? So dass du wirklich sagen kannst, für mich ist die Welt wieder rund, für mich ist sie wieder klar und alles hat seinen Platz irgendwo und du eben auch. Du hast eben auch deinen Platz auf dieser Welt. Vielleicht fragst du dich das auch, wo ist mein Platz auf dieser Welt? So, da haben wir die Herrscherin. Krass, das ist die nächste große Arcana-Karte. Das ist allerdings dann die dritte. Das heißt, den Neuanfang, das ist alles hier schon passiert. Das passiert wahrscheinlich relativ schnell alles bei dir. Die Herrscherin ist dann eine Energie der Fruchtbarkeit, des Wachstums, der Unabhängigkeit, der liebevollen Fürsorge. Das ist eine Person, wo du vielleicht für dich sagst, das ist meine Herrscherin, das ist mein Pendant. Ja? Also wenn du jetzt der Herrscher bist, quasi das männliche Pendant, dann ist das dein, ne, das ist so wie König und Königin. Dann mit der Person bist du auf einer Ebene. Die Herrscherin, das ist eine Frau, die ihr Leben im Griff hat, die sehr selbstbewusst ist und die einfach auch ihre Werte vertritt und auch lebt. Und für die vielleicht für viele auch unerreichbar ist, das ist so die perfekte Person, ja, also dein Traumbild von Frau vielleicht, wenn du ein Mann bist und wenn du eine Frau bist, dann ist das dein Traummann, ja. Ich würde mich jetzt hier gar nicht so auf das Geschlecht festlegen. Du könntest jetzt hier auch der König der Stäbe sein als Frau und das ist, die Herrscherin ist dein männliches Pendant, ja, jemand, der einfach weiß, was er wert ist und sehr, ja, auch für dich vielleicht die Person ist, die sagt, ich hole mir das, was ich brauche und ich weiß, was dein Projekt gerade braucht oder was du selber brauchst. Gesundheit steckt hier drinne. Thema Gesundheit, gesundes Abgrenzen und für sich sorgen. Sie ist eine Schwangere, sie trägt sich vielleicht auch mit einem Projekt schwanger, vielleicht trägst du dich auch mit einem Projekt schwanger, was du hegen und pflegen möchtest, etwas, was du später auf die Welt bringen möchtest, wo du in diesem Prozess bist, jetzt das quasi vorzubereiten. Denn wir haben ja den Hinweis, bald geht's hoch her. Das heißt, der Punkt ist ja noch nicht gekommen und mit dem Widder bist du ja erst am Anfang deiner Reise, ne? Vielleicht möchtest du das auch, irgendetwas Neues auf die Welt bringen oder dich neu erfinden, ja, sowas in der Richtung, nehme ich auch wahr. Da haben wir hier den König der Schwerter. Der König der Schwerter könnte für dich ein Luftzeichen sein, mit dem du es zu tun hast. Könnte dann, jetzt kommt hier richtig schön die Sonne rein. Also hier kommt auch Klarheit rein, das soll ich dir auch sagen, Kommunikation, die einiges klärt.
König der Schwerter kann, wie gesagt, auch eine Person sein im Luftzeichen. Da haben wir Zwillinge, Wassermann und Waage. Ja, vielleicht hast du es mit so jemand zu tun. Das könnte auch eine Person sein, die sehr unterkühlt ist, sehr distanziert ist. Könnte so ein Ex-Partner auch sein. Ja, also da bist du hier auch aufgefordert, in deine Selbstfürsorge zu kommen. Vielleicht kommt diese Person noch mal auf dich zu in irgendeiner Weise oder ist hier noch mal Thema. Kann auch ein Chef sein, der hier noch mal was zu sagen hat. Gucken wir mal. So, und was haben wir hier? Neun der Schwerter zeigt sich ja auch als zentrales Thema, weil die Karte sich in die Mitte gelegt hat. Das ist so das Gedankenkarussell. Irgendwie kommst du aus der Nummer nicht raus. Du versuchst hier eine Lösung herbeizuführen. In irgendeiner Thematik kreist du dich immer und immer wieder. Es gilt hier, die Muster zu erkennen und loszulassen. Ja, was hält dich hier immer wieder in dieser Gedankenspirale? Irgendwie musst du deinen Fokus neu setzen, vielleicht einen anderen Schwerpunkt setzen und gucken, dass du in dir die Klarheit findest. Mit dem König der Schwerter ist das auf keinen Fall mehr gesund. Also das ist schon massive Grübeleien. Und wobei der König der Schwerter eigentlich doch eher derjenige ist, der dann auch Verantwortung übernimmt, der das Schwert zückt und sagt, so, jetzt mal hier Tacheles geredet, ja. Aber vielleicht macht dir das auch Kummer, weil da jemand so unterkühlt ist. Ich weiß nicht, was haben wir hier? Ah, Königin der Münzen, gespiegelt auf den König der Schwerter. Also ich nehme hier eine Kommunikation wahr, entweder mit einer Königin der Münzen oder du bist die Königin der Münzen, weil das auch die Erdzeichen repräsentiert. Kann natürlich auch für einen Stier oder für eine Jungfrau stehen. Ich nehme mal an, dass hier klärende Gespräche stattfinden bezüglich der Finanzen oder der Gesundheit. Ja, irgendetwas Grundlegendes in deinem Leben muss jetzt nicht Finanzen sein, kann ja auch ja, die Harmonie in der Familie sein oder sowas oder eine gewisse Ordnung und Struktur in der Familie. Ja, irgendwelche Dinge, die geklärt werden müssen, die sortiert werden müssen. Ganz dolle merke ich gerade so die Jungfrau-Energie, die halt sagt hier das rechte Maß und halt auch wirklich so eine Analyse. Also ich nehme mir so eine sehr starke Analyse-Energie rein, dass man quasi eine Bestandsaufnahme macht und darüber auch kommuniziert. Was gibt dir denn die Basis? Was nährt hier und was nährt nicht? Was bringt uns hier weiter und was bringt uns nicht weiter? Auf jeden Fall in diesem Gedankenkarussell stecken zu bleiben, kann auf jeden Fall nicht die Lösung sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sich hier auf die Herrscherin spiegelt. Da haben wir, oh, The Wheel of Fortune, das Schicksalsrad, das Glücksrad. Könnte sein, dass eine Herrscherin, also eine Person, die eben, wie gesagt, sehr selbstbewusst ist und schon einiges aufgebaut hat, dass die hier für einen positiven Wandel sorgt. Kann natürlich eine Chefin sein oder ein Chef oder eine Teamleiterin oder eine Mutter, jemand mit einer gewissen also Erfahrung und auch gewissen Fähigkeiten, die für dich quasi auch so das Nonplusultra sind. Ja, also für dich ist diese Person so vielleicht auch jemand, auf den du schaust, wo du sagst, boah, so möchte ich auch mal sein, ne? So tough und so ja, ausgeglichen und ja, ein positiver Wandel. Vielleicht auch, wie gesagt, eine Mutter, mit der du es zu tun hast. Das kann auch hier zu finanziellen positiven Veränderungen führen, dadurch, dass hier was besprochen wird mit dieser Dame. Oder das kann auch eine Persönlichkeit aus der Öffentlichkeit sein. Ich nehme es gerade wahr mit der Welt, ne? Die Herrscherin und die Welt. Das kann eben auch eine, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn es um Finanzen geht, eine Bankangestellte sein, wo man hier wirklich faktenbasiert Gespräche führt und nach einer Lösung sucht, wie man hier wieder Dinge in die Harmonie, in die Stabilität bringen kann. Ach je, drei der Schwerter auf die Welt. Merke ich ja gerade so den Weltschmerz, der hier rauskommt. Warum lache ich? Weil wir uns manchmal unnötig im Kreis drehen, ja, und immer wieder Dinge durchkauen, immer wieder wiederholen, immer diese Kreisläufe. Also wir haben hier zwei Karten, die auf diese Kreisläufe hindeuten und die Welt ist auch ein Kreislauf, ne? Vielleicht gilt es für dich wirklich jetzt mal im April zu erkennen, in welchen Kreisläufen du immer drinne steckst, was dich immer wieder an den gleichen Ort bringt. Drei der Schwerter sagt mir, na, da hat nicht ein Messer nicht zwei, sondern es waren dreimal. Dreimal hast du dir das Messer oder
dieses Schwert reinrammen lassen. Also irgendwo muss ja mal Schluss sein, ja, dass du für dich auch mal jetzt sagst, so, jetzt gehe ich in die Selbstfürsorge und das sorgt für den Wandel, das sorgt jetzt für die Veränderung, für die positive Veränderung in dir. Du musst hier die Muster erkennen und loslassen und das wirst du hier tun. Du wirst die Muster erkennen, die Gedankenmuster, in die du dich immer wieder reinbegibst, die dich daran festhalten. Und wenn du das für dich geklärt hast, ja, und auch mal wirklich Tacheles geredet hast, dann bist du hier als Königin der Münzen wirklich ganz, ganz solide. Das ist die, die Ansagen macht. So möchte ich das gerne. So wünsche ich das. Das ist grundlegend, sind meine Werte. Dafür stehe ich. Die steht für Selbstwert. Die gibt ihrem Selbstwert auch Ausdruck, ja. Und Kommunikation kann eben jetzt auch dafür sorgen, dass dein Leben wieder stabiler werden, dass deine Finanzen wieder stabiler werden, dass du dich nicht ausnutzen lässt, ja, dass du gesundheitlich wieder zu Kräften kommst, dass du wieder Hülle und Fülle erleben kannst. Also in irgendeiner Weise scheint das hier Thema zu sein. Ich nehme das nicht so wahr, dass du hier irgendwie aufpassen müsstest, dass du hier falsche Worte wählst. Vielleicht, naja, gut, vielleicht eher als Herrscherin auftreten und nicht unnötig wehtun, sagen wir es mal so. Aber dennoch nehme ich hier ganz viel, also es, für viele wird es hier tatsächlich ein Mutterthema oder sowas sein, ja, ein Ahnenthema, weil der Stamm deutet darauf hin, dass das hier um Ahnenthema geht. Hier will irgendeine Thematik losgelassen werden, erkannt werden, ein Muster erkannt werden, losgelassen werden, zum Abschluss kommen. Und mit den drei der Schwertern ist das eben auch das Loslassen von altem Schmerz, das Transformieren. Dass man jetzt erkennt, okay, das bringt ja nichts, da immer wieder dran festzuhalten, darauf rumzukauen. Irgendwann muss man auch mal weitergehen, ja, natürlich auf eine natürliche Weise weitergehen. Und neuen Mut finden, jetzt die Dinge neu anzugehen oder einen neuen Weg einzuschlagen. Was auch immer, das Rad dreht sich jetzt in eine andere Richtung. Was vorher so rumlief, läuft jetzt andersrum. Wir werden das mal klären, worum es hier geht, aber vorher fangen wir natürlich vorne mit der Welt an. Bin ja erst ganz neugierig. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, worum es hier bei euch geht. Denn für mich gibt es immer wenig ein Bild, weil ich eure Situation nicht kenne und das ja eine allgemeine Legung ist. Hier fällt schon mal der Berg raus. Der Berg steht für Blockaden, Hürden und Hindernisse. Da gibt es auf jeden Fall irgendein Problem, was sich dir mannshoch in den Weg stellt. Und vielleicht musst du deswegen hier auch Verantwortung übernehmen und als König der Stäbe wirklich die Ärmel hochkrempeln und die Dinge durchsetzen, dich durchsetzen. Kreative Lösungen finden. Das kann auch sein. Die drei der Schwerter steht auch für kreative Lösungen. So, okay. Die Welt, liebes Universum, für meinen Steinbock hätte ich gerne eine weitere Botschaft zu der Karte Die Welt. Welche Botschaft steckt in der Karte Die Welt für meinen Steinbock im April 2024? Danke. Die Masken fallen, die Masken fallen. Hier kommt vielleicht auch eine Unwahrheit raus oder du bist aufgefordert, zu dir ehrlich und aufrichtig zu sein. Vielleicht hast du dir auch irgendetwas vorgemacht bezüglich, wie die Welt zu sein hat. Upala, die ist auch noch rausgefallen. Schau mal. Und da haben wir die Lupe. Die Lupe deutet immer auf die kleinen Details hin, dass es darum geht, sich die Situation nochmal genauer anzuschauen. Vielleicht musst du dir das nochmal genauer anschauen, in welchen Aspekten du gar nicht ehrlich bist zu dir, wo du dir vielleicht irgendwas vormachst, dich vielleicht abgrenzt von der Welt. Ja? Du möchtest gerne auf der einen Seite den Platz in dieser Welt einnehmen und auf der anderen Seite igelst du dich vielleicht total ein. Ja, da musst du natürlich ehrlich zu dir sein. Hier kommt allerdings auch irgendetwas auf dich zu. Was kommt hier auf dich zu? Etwas nimmt Raum. Ah ja, da haben wir die Eulen, die stehen für Kommunikation und klärende Gespräche. Und hier haben wir das Buch und das steht für Wissen. Wissen, Fakten, Daten. Vielleicht lernst du etwas Neues, machst eine Ausbildung. Ja, mit den Eulen ist hier viel Wissen und Weisheit angezeigt. Hier kommt irgendeine Wahrheit oder ein Wissen auf dich zu. Vielleicht auch dazu, dass du damit hier etwas abschließen kannst. Eine Kommunikation, bei der Tacheles geredet wird, bei der die Wahrheit ans Licht kommt. Und damit kannst du hier ein Kapitel schließen und einen Abschluss finden. Denn die Welt steht ja, wie gesagt, auch für die Abschlüsse.
So, wir haben auch mit dem Buch die Akasha-Chronik. Also, das sind vielleicht manchmal Geschichten, die wir uns hier erzählen oder die wir in gewisser Weise, die in gewisser Weise vorherbestimmt sind. Sagen wir es mal so, ja. Und vielleicht erfährst du da jetzt etwas oder die Wahrheit über deine Situation. Vielleicht machst du eine Reise in die Akasha, ich weiß nicht. Kommt mir jetzt so, wird wahrscheinlich nur einen geringen Anteil an Zuschauern geben, die das jetzt gerade betrifft, aber hier kommt irgendeine Wahrheit raus. Irgendeine Situation wirst du jetzt ganz klar sehen, wo du vorher immer gedacht hast, das ist jetzt negativ oder so. Hier wirst du jetzt die positive Seite an dieser Geschichte sehen. Deine Geschichte bekommt ein Happy End. Sehr spannend. So, dann hätte ich gerne mal mehr gewusst, worum geht es denn mit der Herrscherin für mein Steinbeck?